Hi Freunde, willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Gartenzeit. Heute will ich euch zeigen, haben wir hier hinten für unsere Regentonne noch zwei weitere Palettenfundamente gebastelt. Denn ich kriege nachher noch zwei IBC-Tanks. Somit wären das 4000 Liter. Die sind ja schon voll. Und die Idee ist einfach, später kommt hier hinten ein Gewächshaus hin. Ich habe hier im Haus Strom. Dann will ich eine Bewässerungsanlage hinbasteln. Und ja, da braucht man genug Wasser. Vorbereitung ist alles, oder? So sieht das fertige Ergebnis aus. Wir haben auch schon angefangen, die zwei in die anderen abzupumpen. Also Wasser werden wir dann genug haben. Eventuell werde ich das irgendwann noch verkleiden. Mal schauen. Projektbewässerungsanlage ist immer einen Schritt weiter. Ursprünglich war ja mal der Plan, dass die neue Treppe hier hochkommt, da wir da oben unseren Kopf anstoßen, wenn wir die Treppe hochgehen. Aber jetzt gab es eine kleine Planänderung. Und zwar möchte ich diese Flucht hier beibehalten, dass wir quasi in dieser Flucht gerade nach oben gehen. Dazu müssen wir hier bis hier alles abtragen, um dann eine neue Treppe hinzumachen und nicht da oben den Kopf anzustoßen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Kleiner Zwischenstand für euch. Wir sind gut vorangekommen, aber haben noch einiges. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ihr seht, da haben wir schon einiges abgetragen. Gerade ist auch mein Paket gekommen. Ich hoffe, da ist alles heil. Und schauen wir mal, was drin ist. Ich heb ihn. Und Musch noch genau. Holst du es raus? Oh. Das ist, warte, nicht, dass wir den Stamm abbrechen. Warte kurz.
Das hier ist mein Sorgenbaum. Morellenfeuer, selbstfruchtend. Ist der noch festgeklebt? Warte, heb du den Stamm. Und der ist heil angekommen, wie es aussieht. Super. Ich habe euch ja gesagt, ein Sauerkirschbaum kommt definitiv hin. Ist circa 1,70 hoch. Und kommt später in die Mitte ungefähr. Aber das dauert noch. Den pflanze ich erst den Herbst ein. Da das am besten ist zum Einpflanzen, da er dann keine Blätter mehr hat und die ganze Power in die Wurzel geht. So, Freunde, für heute ist Schluss. Hier oben haben wir die Platten auch rausgeholt. Und von hier sieht man ganz gut, wie der neue Weg, Treppenaufgang hier verlaufen wird. Ich denke, man kann sich das langsam gut vorstellen, oder? Dann geht es hier schön gerade nach oben. Wie ihr seht, haben wir hier die alten Treppen wieder weiter genutzt. Hier schneiden wir das zu und betonieren auch so Waschbetonplatten. Dann sieht es einheitlich aus. Ja, und so verläuft es jetzt nach oben. Hier kommen auch wieder Waschbetonplatten drauf. Und ab hier vorne startet dann die neue Treppe. Das hier sind 30, 40, ja, 45 cm, die wir noch abtragen müssen, damit das hier eben ist und wir rüberlaufen können. Noch viel Arbeit, aber man sieht erst Ergebnisse. Wir haben das jetzt gemacht, worauf ich am wenigsten Lust hatte, und zwar Beton hochtragen, holen. 40 Kilo Säcke, 90 Stück, waren 3,6 Tonnen, 120 Schalungssteine und hier Waschbetonplatten. Ich sag euch, das war echt nicht ohne, aber wir haben es geschafft. Ich denke, wir fangen heute mal an, hier die Mauer zu betonieren. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht, damit wir hier Löcher zukriegen und sich das nicht immer wieder verschiebt. Und dann geht es hinten im Garten weiter. Die erste Palette haben wir schon verräumt. Aber dafür sind wir mit der Mauer hier so gut wie fertig. Wir haben jetzt hier oben noch das Stück zum Auffüllen. Morgen kommt nochmal eine Reihe drauf, bis hierhin. Und dann wird das Thema erledigt. Ihr seht, das gibt hier voll die Scheißsauerei. Müssen wir gleich noch aufräumen. Und dann hier ein bisschen noch die Aussicht genießen. Ja, Freunde, genau so sollte man nicht betonieren. Irgendwie ist es auch nicht mein Ding. Aber ich habe da hinten noch eine Gartenmauer zu betonieren, die wird 7-8 Meter lang. Das wird was, freue ich mich schon drauf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann seht ihr mal das Ergebnis und was wir noch geschafft haben. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.